Willkommen in der Mercedes-Benz Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen sie natürlich am liebsten zum Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck. Und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Stuttgart, Buschi, ist auch so ein Beweis, dass man sich für Tradition allein im aktuellen Fußball herzlich wenig kaufen kann. Die Frage wird natürlich sein, schafft man irgendwann mal wieder einen nachhaltigen Aufschwung? Ich finde, eigentlich gehört der Club weiter nach vorn. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Gefährlich! Gefährlich jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Keins. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen. Und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Pascal Stenzel. Konstantinos Mavropanos. Thiago Thomas. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Keins. Da kommt die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Thiago Thomas. Thiago Thomas. Hector geht dazwischen. Modest. Skiri. Anthony Modest. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Der 1. FC Köln hier im Angriff. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Zweikampf um den Ball. Da ist der Ball jetzt weg. Modest. Sieht gefährlich aus. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Sosa. Waldemar Anton. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Und das gibt Ecke.
Ecke in den Strafraum. Gefahr bereinigt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Könnte die Führung werden. Erstmal geblockt. Benno Schmitz. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Keins. Anthony Modest. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Jetzt kommt die Ecke. Da geht der Ball zum Gegner. Mal gut. Ball war nicht ungefährlich, aber abgefangen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Spielt den Ball wieder zurück hier. Jetzt haben sie den Ball. Das macht er ganz energisch. Klasse Aktion da. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Thiago Thomas. Pascal Stenzel. Das passt ihm alles hier nicht. Er will sich den Ball holen. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Der Ball kommt rein. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also, er kann deutlich mehr, da bin ich mir ganz sicher. Und er wird auf den zweiten Durchgang hoffen. Der zweite Durchgang steht an. Und die Kölner jetzt mit dem Anstoß. Skiri. Salih Özkan. Keins. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Kein besonders guter Abschluss. Salih Özkan. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Mal gut. Macht er gut. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß.
Gute Idee, versucht den Doppelpass. Geht dazwischen. Keins. Der erste FC Köln hier im Angriff. Es ist eng. Die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteilen beim Ballbesitz. 0-0. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Torchancen. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Chance zur Führung. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Skiri. Benno Schmitz. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Was macht er draus? Ball ist erstmal weg, sie machen zu. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Waldemar Anton. Waldemar Anton. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Aber dann doch der Fehler, Ballverlust. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Skiri. Gut. Salih Özkan. Gut. Sie können den Pass unterbinden. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Salih Özkan. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Tja, jetzt haben Sie den Ball dann doch verloren. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Da ist der Ball weg. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Thiago Thomas. Gibt jetzt Einwurf. Sie wechseln jetzt. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Thiago Thomas. So, was machen Sie draus? Doch noch eine Ecke. Vielleicht machen Sie hier doch noch das entscheidende Tor. Die Ecke kommt rein. Er kann erst mal klären. Kingsley Schindler. Benno Schmitz. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Da wäre der Platz, um zu flanken. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.